Sie sind hier, 6. August 2018, 13.44 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, Sarah Köhler schwimmt am Dienstag das Finale über 1500 Meter Freistil. Urheberrecht Getty Images. Nach der Enttäuschung über 800 Meter erreicht Sarah Köhler bei der EM in Glasgow das Finale über 1500 Meter Freistil. Auch eine zweite Deutsche ist dabei. Schwimmerin Sarah Köhler hat die Enttäuschung von ihrem ersten EM-Rennen in Glasgow gut weggesteckt. Die 24 Jahre alte Frankfurterin qualifizierte sich als Vorlaufzweite über 1500 Meter Freistil, 16.06 Uhr, 72 Minuten, für das Finale am Dienstag. Am Samstag hatte Köhler auf Platz 4 über 800 Meter die anvisierte Medaille verpasst. Das ging schon deutlich besser als über die 800 Meter, sagte Köhler, die nach dem Rückschlag verstärkt an ihrer Wendetechnik gearbeitet und sich auch Rat von ihrer Psychologin geholt hatte. Auch die 17-jährige Selin Rieder, Neckarsulm, schaffte als 8. 16:27,79 den Sprung in den Endlauf. In den Finals am Montag ist die gemischte Lagenstaffel über 4x100 Meter vertreten. Das Quartett mit Jenny Menzing, Wiesbaden, Fabian Schwingenschlögel, Neckarsulm, Marius Kusch, Essen und Annika Brun, Neckarsulm, belegte im Vorlauf den zweiten Platz 3:46,22. Fünfter Start für Heidmann. Fehlschwimmer Jakob Heidmann zog über 200 Meter Freistil als Vorlauf 1:48,34 ins Halbfinale ein. Es war für den Staffel-Europameister bereits der fünfte Start auf dieser Strecke bei dieser EM. Langsam bekomme ich Routine rein, scherzte der Hamburger. Die Vorlaufhürde nahmen auch Damian Wirling, 8. 50 Meter Schmetterling, Jessica Steiger, 10. 200 Meter Brust und Laura Riedemann, 14. 100 Meter Rücken erfolgreich. Von Sportinformationsdienst.